Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. Im letzten Part haben wir angefangen und da ist sehr viel passiert. Unter anderem haben wir Rabbit Marios Hose gefunden, dann hat uns Miasma angegriffen. Wir waren auf so einem komischen Manta-Vieh. Mein Gott, ey. Hab ich wieder Miasma. Woher kommt Miasma? Man weiß es nicht. Mal gucken, wie oft ich es noch verkacken werde. Zumindest haben wir da ein bisschen gegen gekämpft und sind dann im Raumschiff geflogen. Irgendwie hat Pipo eine KI gemacht für unser Schiff und jetzt sind wir zumindest auf der ersten Welt. Um alles genau zu sehen, guckt in der letzten Folge nochmal rein. Ansonsten Bewertungen, Abo und Kommentar würden wir uns drüber freuen. Und ihr könnt auch unseren neuen Discord, der in der Videobeschreibung unter anderem verlinkt ist, gerne beitreten. Und ja, dann machen wir gleich mal weiter. Und das wird nicht so bleiben, dass wir in dem Menü hier anfangen, sondern wir mussten einfach aus mehreren Gründen einen Break machen. Deswegen machen wir jetzt hier so weiter. Alter. Ochi. Ja, der hat das im letzten Part schon vorgelesen, deswegen er sagt. Er hat er nicht, er hat nur raus gesagt, mehr hat er nicht gemacht. Ach doch. Wenn ihr Ärger machen wollt, davon haben wir schon genug. Steckt das Ding weg. Wir sind Helden, keine ungezogenen Touristen. Helden? Du meinst ja Helden, die sich selbst in Gefahr bringen, um völlig fremd zu helfen? Also jetzt weiß ich auch, wenn du Mr. Krabs gesagt hast, wegen der Stimme. Ja, klar. Macht irgendwas im Menü, war. Archies Gebete wurden erhört, hä? Hab da ein paar klitzekleine Probleme, bei denen ich Hilfe gebrauchen könnte. Seht ihr das Ding da oben auf dem Leuchtturm? Die Sonne ist im Augenblick verschwunden, als es aufgetaucht ist und unser Leuchtfeuer ausgepustet hat. Dieses Ding ist ein Finsterzeit-Tentakel. Wenn wir ihn vernichten, können wir nicht nur seinen schädlichen Einfluss auf das Wetter aufheben, sondern auch seine Finsterzeit-Energie reinigen, um damit einen Warp-Tunnel zu unserem nächsten Ziel zu erzeugen. Außerdem müssen wir alle Finsterzeit-Pfützen beseitigen. Sie bringen uns zwar keine gereinigte Energie, sind aber trotzdem gefährlich. Alter, ich fühle mich wie ein Supermeister anscheinend. Könntet ihr erst noch um den Dorf vorbeischauen? Es schwimmt in großer Gefahr. Darum möchte ich mich eigentlich schon längst kümmern, aber. Augies Anliegen lässt sich mit unserer Mission. Als ob der Augie heißt. Habe ich außerdem einen Spark entdeckt. Wir sollten Kontakt aufnehmen. Scheint so. Ja, komm, Augie, ey. So nennt ihr diese kleinen sternförmigen Tierchen? Aha, die hätten uns alle besser einen Gefallen getan, zu Hause zu bleiben. Alter, das Huhn da oben. Das ist einfach ein Riesenhuhn. Wir sind zwar alle hier, aber das Dorf mit seinem Problem klingt nach einem Job für ein Heldenduo. Und meine Wenigkeit natürlich. Ein Kinderspiel. Bringen wir es hinter uns, bevor meine Nanodioden einrosten. Wer kommt mit? Du hast deine erste Aufgabe. Ich schalte 10 Versionen auf der Karte an. Ja, das war nicht nur Hauptquest, sondern auch Nebenquest. Das wird krass. Hier ist der nächste Schritt in unserer Hauptaufgabe. Da, wo die Goldfahne ist. Um alle verfügbaren Aufgaben zu sehen, kannst du jederzeit X drücken, um dein Aufgabenprotokoll zu öffnen. Okay, noch keine Nebenaufgaben. Was heißt das alles? Monet. Strahlestrand. 3%. Ah, ist das gut, dass wir es immer gucken können. Schlüssel, Waffen, Skins, Erinnerung. Wir haben schon 6. Sind das so Skins oder wie? Naja, die Waffen, das war sonst auch immer Skin. Wir hatten immer die gleiche Typwaffe. Mehrere Waffenskins erhalten. Du hast den Waffenskin erhalten, öffnen das Waffenskin-Menü, um den Hören zu sehen und auszurüsten. Drück unten, um die Seite die Meilung zu öffnen und dein gesamtes Team zu heilen. Natürlich im Abtausch gegen einige Münzen. Oh. Das ist ein Angebot von Rabattbot 9,99. Plus TX. Dem Händler. Schau mal über ihm vorbei. Er hat auch einige sehr interessante Items zu verkaufen. 75 Münzen. Das war doch nur sie. Jetzt haben wir schon. Ja, und? Was müssen wir jetzt machen? Oh Gott, wir müssen uns mit Ubisoft Connect verbinden. Das gute Geld. Ich würde sagen, das machen wir. Warum müssen wir das machen? Gleich wieder. Okay, also wieder da, wir konnten uns da einen komischen Kram kaufen, theoretisch, und ich habe keine Ahnung. Du hast da Sachen kostenlos bekommen. Ja, das auch. Jetzt will ich hier mal.
Die beiden sind fest, oder was soll uns das sagen? Jetzt erzählt doch nicht, dass wir zwei haben, die fest im Team sind. Wir können sogar tauschen. Frage ist, können wir auch... Oha, wir müssen nicht mal Mario mitnehmen. Bestes Spiel der Welt. Wen wollen wir denn dann mitnehmen? Naja, Mario würde ich trotzdem nicht mal lassen, aber... Ich habe keine Ahnung. Wir wissen ja nicht mal, was die anderen können. Luigi hat einen Bogen, das weiß ich. Tanzkämpfer, Raufbold, Multitalent, Beschützerin, Heilerin. Und musst du einen Rabbit dabei haben? Wahrscheinlich. Nö. Oha. Dann machen wir erstmal so, würde ich sagen. Aber das gibt wieder völlig neue Möglichkeiten. Sparks. Warum hat Luigi bestimmt einen Spark? Reflex. Test. Aufwerten, dann kannst du direkt verbessern. Das ist ja crazy. Was sind da hier für Möglichkeiten? Weiß ich wollte eigentlich nur gucken nach den Waffen. Hier, Waffenskin. Wir haben ja die neuen. Wo steht die Stärke? Das ist wahrscheinlich... Ich weiß nicht, ob das immer nur Skins sind. Deswegen sage ich es ja. Hä, aber es ist doch... Du meinst, dass das einfach nicht die Stärke verbessert und du die Stärke levelst. Das Aussehen ist. Ja, könnte ich mir... Weiß ich nicht. Ja, auch komisch. Aber wir gucken mal. Auf jeden Fall haben wir jetzt coolere Waffen. Rette Strahle statt, okay. Alter, wer bist du denn? Bist du eine Quest oder bist du ein Gegner? Wahrscheinlich ein Gegner. Ich hätte aber Raserei machen können. Hä? Was ist denn jetzt los? Wir werden in den Kampf gebeamt. Hä? Als ob so lange jetzt. Das kannst du wahrscheinlich überspringen. Liga alle. Wo sind wir gelandet? Alle beiden. Achso, nee, das ist ja noch ein richtiges. Team verwalten. Och, das haben wir doch gerade schon. Ich lese das jetzt nicht nochmal vor. Du hast freie Wahl. Haben wir gemacht. Nein! Haben wir nicht gemacht. Was soll denn das? So wollten wir das haben. So und nicht anders. Schwierigkeit anpassen, Team verwalten. Protect the Cam. Heile dein Team. So. Stimmt, die konnte man ja aufheben und werfen. Hop-omp und ihn aufzuheben und zu werfen. Und dann machst du in einem großen Schubbereich. Musst du dir den hier? Jetzt schnell sein. Ich wollte den auch nur werfen. Ich wollte gar nicht. Warum bist du denn zu Mario gegangen? Okay. Ja, um näher dran zu sein, das wollte ich nur. Das hat ja doch irgendwie funktioniert. Ein anderer Gegner war nicht da, ne? Das war nur die Bob-Oms noch. Nein, na doch, da war doch einer. Ach, du bist so blöd, ey. Na, Glück gehabt. Erst mal gucken, wie viel Gegner man weiß. 3 von 4 stimmt. Jetzt ins und Level up. Oh, die anderen auch. Mit Luigi hat's einfach drauf, hast du es gehört? Ja, ich merke das schon. Hä, sieht der anders aus wie sonst? Der sieht nicht so dümmlich aus. Sieht freundlicher aus. Irgendwie. Oh, vielleicht können wir jetzt hier unser Team wirklich mal aktiver wechseln oder so, ich weiß es nicht. Fertigkeiten Prisma halten. Du kannst dir jetzt einen Fertigkeiten Prisma mit freischalten. Du kannst den Fertigkeitenbaum nutzen, um deine Helden zu stärken. Oh, wieder dieser Baum. Ich bin gespannt. Was da alles bei ist. Das ist der Fertigkeitenbaum. Damit kannst du Fähigkeiten deiner Helden während der Schlachten aufwerten. Fertigkeiten Prisma sind die Währung, mit der du Aufwertung aktivieren kannst. Jeder Held hat seinen eigenen Satz Fertigkeiten Prisma. Sie können jederzeit genutzt und kostenfrei aufgeführt werden. Den Fertigkeitenbaum findest du im Tab Helden im Held-Team-Modus-Menü. Ui, ui, ui.
Schöpfung ist wieder seine Fähigkeit, das kennen wir ja schon. Kraftpunkte. Das ist alles nicht so krass. Das ist wahrscheinlich das hier erstmal. Das interessiert mich am meisten. Das ist so mega, das ist schon verdoppelt dann. Ja, let's go. Oh, jetzt hast du einen Punkt schon dazu gegeben. Du brauchst beide, um das. Okay. Ja, gut. Jetzt. Uiuiuiuiui. Heldensichtschaden, das können wir eigentlich auch machen. Komm, ich will die Heldensicht. Viele Möglichkeiten, einfach viele Möglichkeiten. Wenn du auf Sparks gehst, sieht man dann auch, welche man nicht hat. Naja, da sieht, steht nur, wer welchen hat. Okay. Willst du die anderen nicht verteilen? Ja. Yeah. Itemtasche. Item. Oh, man kann auch ein Item benutzen. Im Kampf. Oh Gott. Was geht denn ab hier? Oh, das ist der Powerblock. Ist mir ein bisschen zu viel. Da ist ein großer Bob um. Schön. Oh, da drüben müssen wir wieder sowas draufwerfen. Wir einfach ins Nee kommen, wenn nicht. Ja, als ob du einfach ins Meer laufen kannst. Ohne Kanone. Oh, da sind auch Rabbits, die ersten. Aber ist das wieder was zum Ansprechen mit den Rabbits? Bin mal gespannt, wenn ja. Ja, doch, da drüben ist. Musst du das von da drüben machen, wo das so glitzert? Oder ist das eine Fähigkeit? Egal, guck mal in die Kanone. Kannst du direkt reingehen oder ist die zu? Oh, da ist auch irgendwas. Musst du einfach drauf drücken. Ja. Du kannst da vor dich stellen, oder? Der war doch A-Knopf. Oder ist das nichts, wo man. Ich dachte, das. Och man, nö. Warum steht dann der Bombe eine 2? Oh. Bei der anderen stand eine 1 dran, glaube ich. Ich weiß auch nicht, inwiefern wir die jetzt alle machen sollen oder so. Ich hab. Das ist halt, die Kämpfe sind jetzt halt hier offen. Die musst du halt theoretisch machen, aber es geht halt um EP. Es sind 3 Gegner. Eine Bombe und 2 von diesen blauen Rackern. Ja, der eine wäre schon besiegt, theoretisch jetzt. Wenn du Mario da stehen lässt, ist das gar nicht so dumm. Auch mit Springen und sowas. Ich weiß halt auch nicht, wie das Angreifen hier von. Ich seh dich. Hör auf. Zielscheibe? Alter. Oha. Und jetzt noch auf den anderen drauf schießen. Ja, komm. Und zack. Schaui. Okidoki. Ich bin der Beste. Ich weiß ja nicht, ob du der Beste bist. Komplett überfordert, aber gerade, aber naja. Wird schon mit der Zeit. Ja. Alter, doch, gepuppelt. Ich weiß ja gar nicht, wo man lang soll. Das ist schwierig. Ach, guck mal, da sind Münzen. Gewunken. Aber da gehen wir noch nicht hin. Der ist gegangen. Und da ist Sonne. Das heißt, da müssen wir auch irgendwas machen. Er hört nicht auf, hört nicht auf zu regnen. Bitte entfernt diese Tage am Leuchtturm. Diese Konzerttickets sind meine Ruinen. Ich warte hier schon seit Tagen, aber das Konzert findet nur bei gutem Wetter statt. Diese Misere versaut alles. Oh Gott, wieder Musik. Geil. Alter, Badala. Da kommen wir nicht rüber. Oh, da ist ein Pilz. Und wer bist du? Ja, ach, das ist der, den man kennt. Aber was soll mit dem Pilz sein? Da halte ich ja nicht, das ist ja ein Item, das du einsammelst. Glück gehabt. Wir vorschlagen, dass wir in der Overworld das eben einfach so gleich einsetzen. Das wär's jetzt. Nee, okay, wir gehen zu den Münzen hinterher, würde ich sagen. Wollte ich nicht drücken, sorry. Und was? Geh mal kurz zu dem Sonnensymbol da drüben. Stand da was? Welches Sonnensymbol? Ja, geh nochmal kurz einen Tick zurück. Oha. Bei dem Schleim war ein Sonnensymbol, aber das heißt wahrscheinlich, dass wir
Oder war das eine Aufgabe? Wie oft bist du jetzt eigentlich schon gegen eine Wand gekloppt? Da. Die erste Kiste. Oha. Planetenmünze. Ja, geh mal kurz zurück, weil ich will wissen, ob da was zu steht. Oh, da ist auch was, das können wir uns angucken. Augie ist überzeugt, dass er einen Baum mit einem Stück Pizza Diavolo fremdbestäuben kann, um eine Pizzapalme zu züchten. Ja, er liest es vor. Das meine ich nicht. Ja, geh mal da lang, zurück den Weg. Da war, wie gesagt, nein, nicht da lang. Dann, Mann. Da, wo du herkommst. Also, halt mich hier nicht an, sonst schrei ich zurück. Hä, das war nicht geschrien. Also du bist, was das angeht, auch sehr zimperlich. Nee, bin ich nicht. Merkst du? Ja, doch, das ist eindeutig kein Schrein war. Komm da nicht hin. Das meine ich doch gar nicht. Das ist ein Sonnensymbol neben diesem. Da, bei dem Schlamm. Links. Ja, da, geradeaus jetzt. Da ist ein Sonnensymbol, das siehst du jetzt noch nicht. Da, genau. Die unterste Sprosse der Finsterzeit. Ist wohl ein Kampf. Als ob man da einfach reingesogen wird in dieses Material. Was heißt 1 und 2? Schwierigkeit oder? Weiß nicht, oder oh. Level-Vorschlag oder so, ich weiß es nicht. Pipos Taktik-Cam? Also das ist das, was du gerade hast, wahrscheinlich. Nee, das ist nochmal also extra hier, du kannst drüber fliegen. Das gab es doch im ersten Teil auch, aber man zwar nie benutzt, aber gab's. Aber hier ist eine Menge. Okay, wir müssen einfach die Bomben benutzen, easy. Gibt. Achso, hier ist auch eine. Okay, ich war gerade, es gibt da nur eine. Hä, wie will man denn. Wie will man denn zu dir ordentlich kommen? Könnte man hier drüber sliden? Aha, jetzt weißt du wie. Na dann beeil dich. Bin ich mit einfach bist du ein Held? Hand. Du bist so ein Held und triffst einfach Rabbit Luigi. Das zählt zu, ich kann nicht mehr sliden. Du bist doch schon gesprungen. Ja. Ja, spring mit ihm. Ich weiß auch nicht, wie seine Waffe funktioniert. Okay, genau so wie ich es gehofft habe. Können aber noch. Den Spark machen, aber der erhöht leider nicht den Waffenschaden. Aber sie werden geschwächt vom Angriff. Hm. Oh, das ist interessant. Hm. Ich würde so trotzdem was machen. Ui. Was? Uiuiui. Sing! Allein das tut. Na, was? Alter. Ist der Spark von Mario nur für ihn oder ist das auch für den anderen? Oh, ich hätte das einsetzen können, ja. Oh nein. Na gut. Schade. Kann man diese Sequenz nicht überspringen? Ich denke es mal. Den ja, zweimal drauf. Dann ist er vielleicht tot. Ja, ich kann eh nur auf ihn schießen. Na? Ich kann auch den da oben töten. Ja, töte ihn um. Ist okay. So können die Riesen sich angreifen. Das Schwächer hat letztendlich nicht viel gebracht, aber okay. Ah, jetzt können wir die Bombe auch nicht mehr da oben werfen. Ja, mein Gott, ist jetzt so. Ist nur ein Gegner.
Da oben sind zwar mehrere, aber du musst nur einen besiegen. Nein, nutzt das mit Mario, lass Mario da hochspringen oder so. Kommt der so hoch? Ja. Easy, haben wir es geschafft. Oh nein. Oh Mass. Was war das denn jetzt? Ja, ich hab. Man. Wechsel der Welt. Ne, egal. Mach doch das mit dem anderen. Mach das mit dem Rabbit Billion zurückwerfen, dann stirbt einer vielleicht. Das gilt halt nur, wenn die wirklich mich angreifen. Die werden Mario angreifen, aber ja. So, ich dachte, das wäre für alle. Ja, gut. Das ist doof. Okay, es wurde ein Fehler begangen, aber dadurch lerne ich ja mal. Naja. Moneten. Oh, da geht man jetzt. Guck mal erstmal beim Shop gleich vorbei, da waren wir fast eben. Oha, alles einsammeln. Oh, da oben gibt's was Tolles. Und die Punkte hier. Ja, das sind Fähigkeiten für später. Und da drüben ist auch noch ein Typ, der reden wollte oder so. Da unten. Bob-Bombs, du hast deine erste Erinnerung erhalten. Wollen wir uns das jetzt direkt angucken oder gucken wir uns das alles am Ende an? Weißt du, was das genau? Okay. Ja, nee, das lesen wir am Ende vor. So, gibt's sogar Audio. Cool. Dann könnt ihr schon mal freuen auf den letzten Part des Projekts. Sind wir das letzte normale, weil es gibt ja auch noch DLCs. Ja, das kommt dann alles dazu. Nicht jetzt. Die Bob-Bombs, die durch die Galaxie streuen, sind unter Hallo. Doch, die erste kommt jetzt. Einfluss deutlich gefährlicher geworden, auch wenn ihr Modus operandi derselbe geblieben ist. Durch einen Treffer werden sie gezündet. Und wenn man gegen sie rast, kann man sie aufheben und als explosives Wurfgeschoss einsetzen. Ich bin sehr zu... Oder so ein kleines Beck. So ein... Wer bist du denn da unten? Hey, wer ist bis. Achso, das sind wir mit Sonnenschirm. Sonnenschirm, Regenschirm. Haben wir jetzt einfach dieses Ding zerstört, obwohl wir nicht mal. Ja. Ich bin verwirrt. Ja. Ah, jetzt sind wir hier hinter ihm. Ja, oder unten ausverkauft. Doch, ich meine, heute wieder so ein Empfangsgerät. Oder sehe ich hier ein paar anspruchsvolle Kunden mit einer Fahne gespielt für gute Qualität. Meine gewöhnlichen Kunden leiden an Wertblindheit, wie ich es nenne. An sie gebe ich Rücksendung oder Restposten aus. Und trotzdem wollen sie jedes Mal über den Preis verhandeln und Treuepunkte sammeln. Und das mit. Wenn das mir mit 6 kleinen Krimabots zu Hause. Ich kann es mich nicht leisten, ihnen allen Schuhe zu kaufen, deshalb müssen sie sich welche teilen. Aber ich beklage mich nicht. Er hat ja nicht mal Schuhe oder Füße. Ich mache weiterhin unglaubliche Angebote, zum Beispiel. Bekommen der Kunden auf Strahlesand 2 Superpilze gratis. Mein Verlust ist euer Gewinn, aber wenn ihr danach jederzeit eine Teamheilung haben wollt, müsst ihr bezahlen. Jederzeit, nur nicht im Kampf. Ey, die Geräusche. Oh, wir haben 2 von den Sonnen. Kaufen, oder wie? Ja, dann müssen wir die auch kaufen. Mit genug Sonnen. Interessantes Konzept. Sonnenaufgangsschlüssel. Oh. Ist ja auch cool. Die Frage ist, der hat wahrscheinlich auf jeder Insel dann oder auf jedem Planeten andere Sachen. Oh, guck mal, hier steht nichts von irgendwie Angriff oder so. Nein, das ist halt nicht. Die Waffe ist ein anderer Skin und... Bin ich auch doof. Na egal. Vor Outfit. Wow. Warte mal, geh nochmal, der hatte noch was anderes. Der hatte nicht nur den Reiter, oder? Ach, verkaufen war das. Ach, stimmt, okay. Ist die Frage, ob man jetzt schon irgendwas kaufen sollte. Ich wäre eher für diese Loks als für was anderes. Wir kaufen uns eh mal alles. Die Schlüssel wird auch irgendwann gekauft.
Gut, aber da hinten, wo dieses Schlamm war, da, genau hier, konnte man da auch schon was machen? Ah, konnte man. Das sehen wir ja auch auf der Karte, wo wir was machen können, glaube ich. Da können wir gleich nochmal drauf gucken. Ich denke schon, ja. Damit man besser Überblick hat. Bohren der Finsterzeit. Besiege alle. Und alle sind 11. Aber es sind halt auch viele Gumbas. Ach, 85 Münzen, das wird halt teurer. Jan ist schlau und tauscht aus. Ein Heiler und ein Sniper. So wie es sein muss. Let's go! Hä, hey, aber ist das nicht Verschwendung, die bombt man den Gumbas zu nutzen? Naja, oh, musst du ja nur irgendwie. Einer, oder? Ach, es gibt hier nur Gumbas und Bomben. Okay. Hä? Das denn? Oh, das andere hätte man mit Sprung machen sollen. Lauf mit Luigi darüber, dass Luigi als Sprungbrett benutzt werden kann. Na, jetzt weiß ich nicht, ob das reicht. Ich hab doch Teamsprung gedrückt. Das weiß ich ja nicht. Was haben denn die Gumbas für komische Voice Samples? Keine Ahnung. Hello. Alter, das spielt noch wer anders. Komm, ich will sehen, wie Luigi's Schuss aussieht. Oh yeah. So heilen könnten wir. Jetzt hat halt keiner einen Spark, naja. Ich doch nicht auf den Pop-Arm. Okay, jetzt reicht's. Alter, die Stimme, ey. Das ist doch noch so ein Typ. Ja, hab ich doch gesagt, einer ist da oben, das habe ich gesagt. Ja, da oben, oben ist relativ. Upp. Und weg ist er. Lass doch sie springen, dann könnt sie alle besiegen. Und oh. Luigi kann den anderen mal umrennen, oder? Nee, Luigi kann gar nichts mehr machen, weil ich geschossen habe. Wir müssen sowas von erstmal in dieses Spiel wieder reinkommen. Uiuiui. Rein. Ja, kannst du halt laut sagen. Kann ich auch noch ein Stück weiter weggehen. Treffen die ja eh. Weit können die bitte. Oh. Genau bis dahin. Aber das wird jetzt noch nicht bewertet, wie schnell man ist, oder? Das wird noch nie bewertet in dem Spiel. Sieht halt so aus. Na, vielleicht beim Boss. So, jetzt gucken wir auf die Karte gleich. Oh, wir können dahinter laufen, jetzt cool. Da ist noch ein Spark, da hinten ist noch was, da waren wir aber noch nicht. Ja, da hinten, das war ja das mit diesem Cheep Cheep Rabbit, der kommt ja noch, wenn wir ja alles gemacht haben. Da ist der Spark, der erzählt wurde, der in der Stadt ist. Ja, wir haben ganz gut gemacht. Ich würde sagen, du gehst nochmal nach da hinten und dann war es das für diese Folge wieder. Ich sehe nichts. Oh, der Charakter ist auch noch nicht ansprechbar, wie es aussieht. Siegfried will kein Spielverderber sein, Sportsfreunde. Aber alle Wettkämpfe sind aufgrund des Wetters abgesagt. Ja, wahrscheinlich alles nach dem Wetter. Boss, Zwischenboss, wie auch dem, wie es hier abläuft. Da geht's dann erst richtig weiter. Alleine Unterhose. So, und da links ist bestimmt auch noch was. Zoom, zoom. Über diese Krabben. Hey, hier ist was. Wir können die auch noch nichts machen.
Was bist du? Zur Röhre? Alter, was geht hier ab? Was bist du? Ein Block? Ja, das... Wo ist da einer mit dem... War das da? Guck mal, ich hab was. Wieder nicht. Ich glaube, das gehört da nicht hin. So. War das da unten, wo du vorbeigelaufen bist? Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch nicht. Ah, doch. Sieht gut aus. Aha. Ah ja, nein, die alten Röhren. Eins, eins. Aber gut, spring runter. Ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Du kannst auch gleich das Ding... Ach na gut, das kannst du noch drauf kicken. Du hast da doch der Stern da oben. Gut, wir hoffen, ich hatte auch diese Folge von Let's Play Mario & Rabbids. Ich habe es vorbeigeworfen. Und ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Da machen wir hier, denke ich, noch schön sauber und erreichen die Strahlestadt. Also nicht verpassen und Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.